also diese authentische Unwirklichung oder Verwirklichung als das authentische Erkennen, in dem sie sich und die Welt generieren, die sie anblicken und die sie hin wiederum, die sie anschauen und die sie hin wiederum wieder aus dem Tableau anzublicken versucht und sie zu ergreifen versucht, manchmal wenigstens, dann haben sie die Aufwachenebene Buddhas erreicht, denn sie benötigen keine weitere Fluchtreaktion aus diesem Phänomen im sich selbst genügen, dass das Unwirkliche das Wirkliche Wirkliche ist, das Authentische. Über das hinaus nichts Höheres oder Tieferes gedacht werden kann, würde Anselm sagen, und von dem aus dann Descartes auch beginnt, den Zweifel dessen zu nähren, was das Primordiale ist in diesem, in der Muschelschale, in dieser Concha eingeschlossenen Denk-, Fühl-, Empfindung, die sich selber als einzige nicht als unwirklich empfindet. Die Denkfühlempfindung verunwirklicht alles andere als sekundär, aber die Denkfühlempfindung konnotiert sich selber so wenig als nicht authentisch oder andersartig oder alieniert oder unwirklich, dass es nicht mal auf den Gedanken kommt, zu überlegen, ob das Denken selbst ein unwirkliches Denken wäre. Erst Descartes musste mehrmals sich um die eigene Achse drehen, um dann auch den Zweifel an diesem Denken zu verwerfen und apodiktisch zu sagen, das ist das Erste, von dem ich sicher weiß, dass es sich erkennt oder betrachtet als selbstauthentisch. Als er dann daraus schloss, also bin ich, also existiere ich, dann war das der Fehler in dem Cogito, in dem Ergo Sum, in dem Bin, in dem Wörtchen Sum, also in der Copula des Modalverbes, des Seienden, denn das stimmt nicht, von diesem Denken kann man nicht auf die Existenz schließen, wenigstens nicht auf die identische Existenz, denn Lacan hat zu Recht festgestellt, wo ich denke, bin ich ja niemals, und wo ich bin oder existiere, es gibt auch Zustände, wo man gedankenlos existiert oder Körper seiner selbst genießt oder was auch immer, da ist kein Denken. Wo ich denke, bin ich nicht, und wo ich bin, denkt es nicht. Es will es wissen, aber ich, nein, ohne dass ich es denkt und denkt, es sei es selber. Und das es will, ist dann der von außen herangetragene Imperativ des Prakriti, des du sollst nicht denken, du sollst nicht autistisch verbleiben in deiner Selbstgewissheit, sondern du sollst gefälligst deinen Leib in Bewegung setzen, damit er auf Trittveränderungsziele sich hinbuxiert und seine entfremdenden und entfremdeten Aufgaben übernimmt. Wer sagt, dass man dem nachfolgen soll in den Fußstapfen eines, der die Liebe gepredigt hat, zum Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, der Nächste, das Nächste, das ist das Denken an sich, für sich selber, das keines anderen bedarf.